Hallo und herzlich willkommen zu Mein Anders TV. Wir haben heute die nagelneue C-Klasse mit in die Werkstatt genommen. Und da ich jetzt nicht der Werkstatt-Spezialist bin, habe ich mir wieder Leon dazu geholt. Und Leon ist Kfz-Mechatroniker. Ja, genau. Und wollen Joschka erstmal. Ja, wollen Leon. Und du zeigst uns was, oder? Ja, ich habe ein bisschen was rausgesucht. Das ist jetzt hier die nagelneue C-Klasse. Mhm. Ich habe mit Lyric, wir machen so einen Technik-Check, so wie bei den anderen Videos. Ja. Die ganzen Assistenzsysteme und ich würde mal sagen, das ist echt schon die Zukunft, die wir hier auf der Bühne jetzt haben. Das hört sich gut an. Und von daher habe ich ein paar ganz schöne Sachen rausgesucht, die ich euch mal zeigen wollte. Was Neues, was vielleicht anders ist zum Vorgänger. Ja. Und dann gucken wir uns das mal an. Ja, dann würde ich sagen, wir starten gleich mal. Wir haben das Leon das Auto schon mal auf die Bühne gepackt, die Unterbodenverkleidung weggemacht, sodass wir es ein bisschen einfacher haben. Genau. Und dann würde ich sagen, wir starten mal beim Heck, wo wir gerade stehen. Und da würde ich dir die Bühne geben und mal gucken, ob wir hier schon was Neues entdecken können. Erstmal so im Groben würde ich jetzt anfangen, hier wie wir schon sehen, C300D. Mhm. Sprich, wir haben D, also ein Diesel, eine Dieselmotorisierung. Das ist unser 654er Dieselmotor. Der Motor an sich ist jetzt keine Neuheit, den kennen wir auch schon aus den Modellen davor oder aus der E-Klasse zum Beispiel oder aus dem 205 vorher gab der auch schon. Das ist ein Vierzylinder, 2 Liter Diesel. Der jetzt hier in der 9 C-Klasse hat eine andere Kurbelwelle, also einen größeren Hub. Aber sonst sind die eigentlich erstmal baugleich. Das ist jetzt nicht viel neu. Wir haben noch vorne einen VTG-Lader drin, der ist anders. Zusätzlich noch einen normalen Abgasturbolader, den zeige ich euch gleich nochmal. Und sonst von hinten. Achso, darf ich noch eine kurze Frage stellen? Ist denn bei den Motoren, die sind ja jetzt alle elektrifiziert? Ja, genau. Gab es das in der C-Klasse vorher auch schon? Da bin ich mir nämlich gar nicht sicher. Nee, also nicht, dass alle elektrifiziert sind. Ah, okay. Sind. Es gab schon. Wie gesagt, Plug-in-Hybrid und die Benziner, ne? Ja, genau. Ja. Es gab aber auch schon 48 Volt Bordnetz. Mhm. Gab es bei den 205, also bei der Baureihe davor auch schon. Ja. Aber jetzt haben wir ja jetzt hier den 206 und der ist durchgehend elektrifiziert mit einem integrierten Startergenerator. Was ist eigentlich ganz cool mal zu sehen ist, ich habe gestern Abend mal eine Konfiguration gemacht, wo man sich die Motorisierung angucken kann. Und da ist auch immer der integrierte Startergenerator mit abgebildet. Da kann man sich mal angucken, wenn man will. Ah, okay. Also steht auch immer plus 22, also plus 22 Ja, genau, das war aber immer bei den Benzinermotoren. Das kann man mal sehen, das war so, so rot angedeutet. Also wenn man sich das mal sehen möchte, ist das eigentlich ganz cool. Ja, cool, okay. Ja, wie gesagt, und jetzt wo sind schon, alle Modelle von der C-Klasse sind jetzt Vierzylinder. Über die Vierzylinder kommen wir auch nicht hinaus. Sogar der C63, so wie er kommen soll. Aber ja gut, Elektroboost ist halt auch da, ne? Der wird auch Spaß machen. Das glaube ich auch. Und von daher müssen wir jetzt nicht so kritisch da gucken. Ja. Aber Vierzylinder ist ja nicht schlecht, also die gehen schon ordentlich ab. Der jetzt hier, der hat sogar 265 PS, was für die C-Klasse echt viel ist. Und dann durch den integrierten Starter-Generator, da hast du ja auch schon ein bisschen was zu erzählt, habe ich gesehen, können wir nochmal bis zu 20 PS dazu boosten und bis zu 200 Newtonmeter Drehmoment. Das ist schon ordentlich, ist schon für die C-Klasse sehr viel. Ja. Vor allem auch im Vergleich zu dem Gewicht. Wir sind bei 1,78 Tonnen ungefähr. Und da merkt man schon die Leistung auf jeden Fall. Das kann ich mir vorstellen. Ja. Von hinten, ich will mal so ein bisschen euch die Sensoren zeigen, weil das Auto ist voller Sensoren und Radarsensoren und Kameras und wo die überall sitzen. Also es sind zum Beispiel die Radarsensoren von der Paktronik. Paktronik ist jetzt an sich nichts Neues, aber überall sitzt hier diese Paktronik-Sensoren, dann haben wir hier hinten noch, das sieht man jetzt nicht, aber das kann ich vielleicht euch mal von unten gleich zeigen, haben wir so Radarsensoren für unseren Totwinkelassistent. Totwinkel ist halt, der überwacht halt im Spiegel, ist immer so ein Dreieck, der überwacht halt, dass wir halt im toten Winkel kein vorbeifahrendes Fahrzeug noch haben. Zum Thema Parksensoren, also Leon hat das Auto gerade mal angemacht, damit wir das mal ausprobieren können. Erstmal, um natürlich die Kamera zu zeigen, ne? Ja, genau. Und das Gute daran ist, das habe ich nämlich auch schon festgestellt, wir haben eigentlich nie eine dreckige Kamera, weil das Ganze komplett reinfährt mit Klappe. Ne? Ja, genau. Ja. Das ist aber jetzt, war auch schon bei zu 13 Modellen auch immer. Aber ja, wie gesagt, es verschließt halt komplett, da kann kein Dreck reinkommen. Ja. Wie gesagt, das ist jetzt auch ein Teil, das ist die Rückfahrkamera, aber auch ein Teil unserer 360-Grad-Kamera, die wir hier verbaut haben. Ja. Hast du auch schon mal gezeigt, du hast ein Display, alles sehen. Ich habe jetzt mal hier den Rückwärtsgang drin, wie man sieht. Ja. Und Thema Radarsensoren, wenn man jetzt mal hier so leicht mit dem Finger über die Sensoren streicht, dann merkt man so ein Pochern. Merkst du das? Wie so eine Buzzbox. Ja, genau. Das ist halt dieser
dieser Radar, diese Radaren sollen ausstrahlen und damit halt die Entfernung messen. Ja, aber das ist jetzt nichts Neues. Nee. Aber es war eigentlich ganz cool zu sehen, habe ich gedacht. Also wenn man weiß, ob der Radar so funktioniert, ja, genau. Wenn man ein älteres Auto hat, wo der Fehler nicht angezeigt wird, kann man auch sagen, ich fühle da mal rüber. Ja, genau. Und wenn du was machst, dann funktioniert er. Ja, genau. Ja, okay. Wenn du dieses Pochern fühlst, dann merkt er, dass er arbeitet. Ja. Und dann kann halt den Abstand messen. Ja, coole Sache. Ja. Wenn wir jetzt gerade hier unten sind, ja. Endrohrblenden oder Endrohre. Schauen wir uns mal von unten an, wo der Auspuff hier sitzt. Ja, das ist. Aber ich glaube. Ah, okay, wir gucken uns das hier von unten an. Lassen wir mal kurz. Ja, genau. Ja, Joschka, wenn wir mal jetzt hier weiter an der Seite gehen, können wir mal im Spiegel einmal gucken hier. Mhm. Hier haben wir unsere Kamera nochmal sitzen, für eine 360-Grad-Kamera. Die hier nimmt halt quasi die linke Seite hier auf. Für mich ist er auch ein bisschen weiter außen jetzt als im Vorgänger, die hier saß. Und die ist halt ein Teil von den vier Kameras, die wir halt brauchen, um diese 360-Grad-Kamera so zusammenzustellen. Hier drunter sitzt noch sonst eine LED für halt Außenbeleuchtung. Und für die Projektion vom Stern, ne? Ja, genau. Ja. Aber ist ja schon cool. Also bei der alten C-Klasse ging die Kamera eher nach unten. Und jetzt guckt die eigentlich zur Seite, was vielleicht auch eine Erklärung dafür ist, dass man das Auto wirklich komplett drehen kann auf der Kamera und sich auch wirklich anschauen kann. Ne? Ja, genau, der Kamerawinkel ist halt anders. Und da können wir halt so ein großes Bild projizieren, wie du das da schon gezeigt hast. Das ist cool. Das ist ganz cool, finde ich auch. Also wenn ihr das sehen wollt, schaut mal im anderen Video vorbei, das verlinken wir hier unten. Da haben wir nämlich schon ein paar Inhalte zur neuen C-Klasse. Okay, dann würde ich mal zum Motorraum gehen. Ja. Wie gesagt, wir haben unseren 654er Motor, einen Dieselmotor. Das ist jetzt alles ziemlich verbaut. Komplett vollgepackt, können wir gar nicht mehr dran arbeiten, oder? Luftansaugung und hast du nicht gesehen. Auf jeden Fall jetzt immer so ein paar Basics. Wir haben wieder zwei Ausgleichsbehälter. Einmal für den Motorkühlkreislauf und einmal den anderen hier. Das ist der Niederdruck, das ist für unser 48-Volt-System. Okay. Weil wir ein 48-Volt-System haben und das muss auch gekühlt werden, weil wir halt Wärme ausstrahlen durch elektrische Bauteile. Und deswegen ist der nochmal separat gekühlt. Und der hat auch sogar eine eigene Wasserpumpe, damit das Wasser zirkulieren kann. Ja. Kann ich auch von unten nochmal gleich zeigen. Und sonst, wenn wir jetzt mal den Motor hier angucken, haben wir erstmal hier zwei Abgasturbolader. Ist jetzt auch neu, dass wir jetzt einen VTG-Lader haben und einen normalen Abgasturbolader. Was ist VTG? VTG heißt Variable Turbinengeometrie. Das ist, dass wir den Abgasturbolader funktioniert ja über den Abgasstrom. Und der halt auf die Welle geleitet wird. Und diese Welle ist halt verbunden mit dem Verdichterrad und der saugt halt Luft an. Oder verdichtet Luft. Mhm. Und das Besondere an dem VTG ist, dass wir so Leitschaufeln haben, also Schaufeln, die halt diesen Abgasstrom leiten. Und wenn wir die Schaufeln so verstellen, dass sie eng aneinander sind, sprich, dass wir einen kleineren Querschnitt haben, muss ja die gesamte Luft durch einen kleineren Raum und deswegen wird die Luft beschleunigt. Und deswegen kriegen wir einen schnelleren Strom auf das Verdichterrad, der somit das Verdichterrad schneller antreibt im niedrigen Drehzahlbereich. Okay, das heißt also, wenn ich jetzt normalerweise so, man hat so ein Turboloch, dann muss erst Ladedruck haben oder erstmal ein bisschen Druck haben, dass das Turbinenrad sich dreht. Ja, genau. Und hier kann der das quasi einstellen, dass er schon früher diesen Druck aufbauen kann. Ja, genau, weil wir halt diesen Querschnitt von diesem Abgasstrom, den verkleinern wir. Deswegen muss halt mehr Volumen durch eine kleinere Öffnung. Ja. Und deswegen wird das Abgas beschleunigt und somit halt auch mehr Kraft dann auch auf das Turbinenrad dann gegeben. Okay. Und somit wird halt schneller gedreht. Aber das ist das denn jetzt ein Biturbo? Oder wie nennt man das? Ja, so eine Art Biturbo auch Registerauflagen, weil wir halt dann im späteren Dezibelbereich dann auch über den dann mitlaufen. Das ist der normale Abgasturbolader mit dem Wastegate. Das ist halt quasi so fürs erste Ansprechverhalten ist der dann da und dann zum Schluss machen dann eigentlich nur noch der hier, ein bisschen Verbindung mit den Beinen. Also das heißt, die haben nicht die Leistung zusammen, sondern sagen einfach, ich bin für den unteren Bereich und du bist für den oberen Bereich zuständig. Ja, okay. Im Prinzip B2, aber mehr in so eine Registeraufladung, weil wir halt unterschiedlichen Drehzahlbereichen dann die unterschiedlichen Turbolader brauchen. Okay, aber ist das denn, und was ist ein elektrischer Zusatzverdichter? Das höre ich sonst auch mal wieder. Oder das ist quasi das ist hier nicht eine Hälfte von dem Turbolader. Das wäre nur das Verdichtergehäuse hier, weil wir halt dann das Verdichterrad nicht über den Abgasstrom antreiben, sondern über einen Elektromotor. Ah, okay. Das ist halt der kleine, feine Unterschied. Okay. Das heißt, der macht einfach über die Abgase den unteren Aufbau und der elektrische Zusatzverdichter macht Druck auf oder macht Turboaufladung durch Elektromotor. Einen Elektromotor. Ja, genau. Okay, ja gut, habe ich auch wieder was gelernt. Ja. Das war halt wie bei dem GT43, den wir gedreht haben. Mhm. Da war halt auch ein elektrischer Zusatzverdichter, den haben wir aber jetzt hier in dem Motor nicht. Ah, okay. Auf jeden Fall, das ist jetzt so, dass erstmal, was ich jetzt zeigen wollte.
Was ganz cool ist, Joschka, ich habe gerade schon gesehen, du warst da gerade schon zu Gange, an dem Plus. Darf ich hier rumschrauben oder ist alles, was rot ist, wie darf ich das wieder nicht anfassen? Ja, das ist schwarz, das darfst du anfangen. Okay, das ist rot. Ja, das ist jetzt erstmal für die 12-Volt-Batterie, der Ladeanschluss. Aber wenn wir das mal einmal ganz hoch nehmen hier. Genau so, zack. Und da so drunter gucken, sehen wir hier drunter nicht unsere 12-Volt-Batterie, sondern unsere 48-Volt-Batterie. Das ist halt die, die dafür da ist für unseren integrierten Startergenerator und auch für unseren PTC-Zuheizer, den wir im Innenraum haben und sonst auch für unseren Kältemittelverdichter, den ich gleich nochmal zeige und sowas. Haben wir denn da eine normale 12-Volt-Batterie da? 12-Volt-Batterie da? Okay. Ja, genau. Da muss man halt immer unterscheiden. Normalerweise würde die 12-Volt-Batterie jetzt da sitzen, genau, auch wie beim 205. Die Position hat sich nicht verändert, aber jetzt haben wir die Batterie im Kofferraum. Ah, okay, das ist aber ja schon, also das ist quasi die Batterie, die wir normalerweise, also der Plug-in-Hybrid hat die in groß und hier ist die in klein, weil die für den Mild-Hybrid zuständig ist. Ja, genau. Also als Mild-Hybrid. Ja, genau, wir haben hier einen Mild-Hybrid und keinen Voll-Hybrid, deswegen ist halt auch das elektrische Fahren nicht möglich, aber können halt boosten und dafür reicht dann diese 48-Volt-Batterie aus. Ja. Oder die 48-Volt-Technologie ist halt dafür ausgelegt, dass wir halt boosten können, rekuperieren und wir können halt jetzt die 48-Volt-Batterie auch nicht einzeln laden, wie zum Beispiel die 12-Volt-Batterie, sondern die 48-Volt-Batterie wird geladen über den Fahrlauf, also wenn man fährt und rekuperiert, darüber wird die im Endeffekt geladen. Jetzt habe ich noch was entdeckt, was ich auch sagen kann, was das ist. Und zwar der Wischwasserbehälter. Ja, Joschka, sehr gut. Falls ihr jemanden sucht, der ist hier im vorderen linken Kotflügel. Ganz wichtig. Und jetzt überlasse ich Leon wieder die Bühne. Ja, ich hole mal eine Taschenlampe. Ja, wenn wir noch mal hier ein bisschen tiefer reingucken. Also Julian, komm mal her. Sehen wir da wieder ein Bauteil mit so gelben Kennzeichen. Ich weiß nicht, ob du das so gut siehst. Das ist einfach genau das Bauteil hier. Das ist unser Klimakompressor. Da habe ich auch schon wieder was zu dem beim GT-Video gesagt. Das ist, der wird auch über 48 Volt angesteuert. Das ist halt unser Kältemittelkompressor, der dazu da ist, das Kältemittel zu komprimieren und halt für die Klimatisierung im Innenraum zuständig ist. Das Gegenstück dazu wäre dann der PTC-Zuheizer. Mhm. Das ist ein bisschen anders jetzt als bei den Hybridmodellen. Wir haben keine Spindel quasi, die das Kühlwasser aufwärmen, sondern es ist wie so ein Kühlerriffel hier, dass das quasi erwärmt wird und durch die Luft, die dann da vorbeistürmt, wird halt dann die Luft erwärmt. Ah, okay. Also es ist dann nicht über Kühlmittel oder so, sondern es ist quasi rein elektrisches Bauteil, das halt sich als Bauteil aufheizt und die Luft, die dann durchpfeift, dann erwärmt wird. Also eigentlich umgekehrt. Also hier ist die Luft, die durchfällt, kühlt den Kühler und da kommt die Luft, die durchkommt, wird gewärmt. Ja, genau. Okay, ja. Ja. Wie gesagt, wir wollen halt immer warm, kalt, so, ne? Wir sind ja bequem. Ja. Aber jetzt bei den Temperaturen brauchen wir, glaube ich, mehr die Klimaanlage. Ja, ich denke auch. Ja, sonst würde ich einmal die Haube noch runter machen, weil Joschka, ich habe nur eine Frage an dich. Mich? Ja. Aber das wird schwierig. So. So, wir haben hier oben ja hier zwei Kameras. Ja. Oder drei, um genau zu sagen. Eine hier vorne. Ja. Und zwei hier oben. Die eine, das ist sowas für... das ist die Augmented Reality Kamera. Augmented Reality, genau. Die ist halt dazu da, um zum Beispiel auch Ampelansicht oder sowas darzustellen. Aber Joschka, warum brauchen wir eigentlich zwei von denen? Warum reicht da nicht eine? Also, ich weiß, dass es... eine Stereokamera ist. Mhm. Und Stereokamera heißt für mich, dass sie vielleicht dann durch zwei Kameras ein 3D-Bild oder ein besseres Bild erstellen kann. Aber du wirst es mir wahrscheinlich gleich sagen. Ja, also du bist schon auf dem richtigen Weg. Okay. Das ist ja die gleiche Frage, warum hast du zwei Augen, weißt du? Ja. Muss man sich halt damit verstellen, weil mit einem Auge kann ich halt die Entfernung nicht so gut einschätzen. Ja. Sondern mit zwei Kameras können wir ein besseres 3D-Bild von dem, was wir uns vor uns haben, erstellen. Weil wir können auch besser mit zwei Augen gucken als mit einem, oder? Und das ist halt für verschiedene Assistenzen immer wichtig, dass wir halt ein 3D-Bild erzeugen können und so mit Abstand, wie zum Beispiel für einen Bremsassistenten oder Distronik, oder dass wir halt räumlich denken können. So im Sinne von räumlich denken, dass die Kamera halt damit was anfangen kann. Und deswegen haben wir halt eine Stereokamera und Mono wäre dann eine. Aber Stereo, wie auch haben wir jetzt hier verbaut. Das heißt, das Auto kann also auch theoretisch schon erkennen, ist es jetzt ein Mensch, ist es ein Hund,
ist es ein, ja, gut, wobei das kann die, das habe ich glaube ich mal gesehen, dass das an der Gangart erkannt wird, dass das, ja, Auto sieht, wenn das, wenn der, wenn ein Mensch geht, mhm, würde er bremsen, und wenn jetzt ein Hund geht, würde er vielleicht nicht bremsen. Na, das kann sein, da bin ich jetzt nicht so drin, aber okay, auf jeden Fall, um halt den Raum wahrnehmen, ja, zu können, sind halt zwei Kameras besser sein. Aber das ist ein guter Vergleich zu den Augen, das ist schon richtig. Ja, genau. Wenn man so macht, ja, dann quasi schätzt man die Entfernung ein, was machst, ja, du nur aus, weil du das kennst, ja, weißt du? Ja, auf jeden Fall ist das noch ganz mal wichtig zu wissen, finde ich. Und sonst zu dem Digital Light, zu der Außenbeleuchtung, mhm, hast du ja auch schon ein bisschen was gesagt. Also das ist echt höchste Ingenieurkunst. Das ist jetzt Benchmark, ne? Was, ja, ich auch super cool fand da, also wenn du auf einem Berg oder auf einem Steigung zufährst, mhm, dann ist es ja oft mal so, dass das Licht einfach so zack gegen den Berg leuchtet und der Rest der Straße, wenn es jetzt so hoch geht, mhm, ist dann quasi weg. Und das Licht kann oder weiß, wenn eine Steigung kommt, und würde das Licht dann hochstellen und würde, obwohl wir so auf den Berg zufahren, so nach oben leuchten. Also ich hoffe, das kann man verstehen. Unglaublich. Also das, ja, das ist schon echt Wahnsinn, was so ein Licht alles kann. Durchgedacht so, ne? Ja. Und das sind nur so ein paar kleine Features von, mhm, so einem Scheinwerfer, ne? Ja, das, was man da alles so mit machen kann, ist echt Wahnsinn. Ja. Also. Da ist noch eine Kamera. Genau. Üblicher Platz, ne? Für vorne haben wir die dann. Und hinten haben wir, und hier vorne, hier hinten sage ich schon, hier vorne haben wir unseren großen Mercedes-Stern. Hier hinter sitzt dann auch die Radarsensorik von Distronic zum Beispiel. Mhm. Macht die auch so einen Pock-Pock-Pock? Ja, aber das kann man nicht so fühlen, weil das ist quasi so ein großes Baut, also so ein großes Rechteck, das kann, mhm, man jetzt glaube ich nicht so fühlen. Achso, den kann man nicht direkt anfassen, sondern sitzt hinter, ja, dem Stern. Ja, genau. Ah, okay. Und sonst halt vorne haben auch Faktronik-Sensoren und so, aber das ist ja jetzt nichts mehr abgeschlossen. Ja, genau. Dann würde ich erstmal nach oben. Ja, gewohntes Bild, oder eigentlich für mich eher ungewohntes Bild, aber Leon hat schon mal die Unterbodenverkleidung abgebaut. Und für mich ist das ja, schwierig zu beurteilen. Also würde ich sagen, ja, erzähl mir was. Ich fange an. Ja gut, erstmal hier wieder viel zugebaut, aber wir fangen mal vorne an. Wenn man das jetzt erstmal hier jetzt schon so sieht, dieses breite Feld, das allein schon mit Lüfter und Kühlung und verschiedenen. Ganz schön groß, ne? Ja, was wir alles hier an Kühlung brauchen, ist ja eigentlich der Wahnsinn. Was hier vorne direkt vorsitzt, ist, wenn man den mal hier so sieht, Julian. Ist halt, das ist immer das Einzige, was man jetzt relativ gut sehen kann. Kann ja mit der Taschenlampe hier drauf leuchten, sieht man die Rillen. Das ist halt unser Kühler für das 48-Volt-Bordnetz. Der hat nochmal einen separaten Kühler, mhm, und der halt dann das Kühlmittel runterkühlt. Wenn wir sonst hier mal links und rechts in die Radhausschalen gucken, kann man hier dann noch einmal, Johann, guck, der sieht das hier. Das ist dann unsere Wasserpumpe für den Niederdruckkreislauf, für den 48-Volt-Kreislauf, der dazu da ist, unser Kühlmittel zirkulieren zu lassen. Und damit das Kühlmittel auch in dem Motorkreislauf zirkulieren kann, haben wir hier oben, sieht man den Riemen da an dieser Riemenscheibe. Ich weiß nicht, Julian, siehst du das? Diesen, mhm, relativ dünnen Riemen. Da wird über die Wasserpumpe angetrieben, die wir halt brauchen für unseren Motorkreislauf. Aber jetzt mal so mal jetzt für allein wegen dem Riemen, siehst du das ja schnell da? Ist ja ziemlich dünn, ne? Also ziemlich schmal. Im Vergleich zu, ja, Vorgängermodellen. Das ist halt da, weil wir halt jetzt nicht so viel Kraft übertragen müssen auf andere Aggregate, weil es jetzt alles elektronisch ist. Und deswegen ist die Beanspruchung von dem Riemen auch nicht so hoch, dass wir quasi so einen dicken Riemen brauchen. Okay. Deswegen können wir da halt auch einen kleineren fahren. Und das ist auch die einzige Riemenscheibe, die jetzt angetrieben wird bei dem Motor. Wahnsinn. Weil sonst alles elektrisch läuft. Wenn man sich überlegt, wie viele Riemenscheiben vorher an diesem alten Motor vorne ranlassen, was kann man sagen? Servopumpe, ja, Wasserpumpe, Klimaanlage, Generator, ja, Klimaanlage, genau, das ist alles dran, das ist jetzt alles elektrisch. Wahnsinn. Oder größtenteils jetzt die Wasserpumpe jetzt nicht, aber, ja, das ist alles elektrisch und das ist echt der Wahnsinn, oder? Also, sich schon was getan, mal, ja. Allein wenn man jetzt vor 10 Jahren guckt, da war das halt auch noch nicht vorstellbar. Ja. Sonst vorne haben wir unser Lenkgetriebe. Die ist auch elektrisch. Wichtig, dass es elektrisch ist, damit wir auch so was wie aktiver Lenkassistent oder so, dass wir das umsetzen können als, ja, Fahrassistenzsystem. Weil wenn wir das mit als Servolenkung machen oder so, wird es ja gar nicht funktionieren, weil wir ja irgendwie die Lenkung auch elektrisch beeinflussen, ja, müssen. Deswegen ist das auch wichtig, dass wir die elektrisch haben. Ah, weil ich, ja, habe mich schon gewundert, wenn man jetzt so einen Ausweichlenkassistent hat. Mhm. Es ist ja so, man verreißt das Lenkrad. Aber das Auto würde, also man würde so das Lenkrad reißen, das Auto würde diese Bewegung auch nicht durchführen, sondern sagen, pass auf, wenn du jetzt diese Lenkbewegung durchführst, würde ich dich in der Spur halten und würde nur so eine kleine Lenkbewegung machen. Ja, und dann macht es ja auch Sinn, dass zum elektrische Lenkung dann sagen kann, nee, ich führe das nicht aus, sondern sag einfach, ja, ich fahre jetzt so, wie ich das meine. Ja, genau. Krass, ja, okay. Das ist halt wichtig, weil sonst könnte man sowas nicht umsetzen. Ja. Ja. Sonst
Jetzt kann man den von unten noch ganz gut sehen, Julian, wenn du den noch einmal von unten angucken magst, den Kältemittelkompressor. Das ganze Bauteil ist das hier. Dass wir es auch mal von unten gezeigt haben, wie das eigentlich aussieht. Ja gut, dann würde ich mal schon ein bisschen weitergehen, weil sowas wie die Achse oder so, das ist jetzt, klar ist ein bisschen alles neu, ein paar neue Teile, aber ist jetzt erstmal jetzt so jetzt nichts richtig Interessantes, sag ich mal. Sonst haben wir unsere Ölwanne und dann kommt auch schon unser 9-Gang-Getriebe. 9 Gänge, das ist jetzt auch keine Neuheit, aber auf jeden Fall haben wir 9 Gänge, auch hat auch schon der 205 oder der 213er. Genau. Aber trotzdem, die Besonderheit ist halt hier, dass wir unseren Integrated Starter Generator haben mit unserer Leistungselektronik hier unten drunter. Da sieht man auch wieder, dass wir diese gelben Zeichen haben. Das ist quasi unsere Leistungselektronik, die den E-Motor, das ist ja ein E-Motor, den steuert. Dieser Integrated Starter Generator ist die Generation 2. Als ich den GT vorgestellt habe, war es Generation 1. Um nochmal zu wiederholen, Generation 1 ist quasi am Motor dran. Ja. Und Generation 2 ist am Getriebe dran. Also, das muss man immer differenzieren, das ist halt Generation 1 und 2. So aber das sind trotzdem beides ISGs und keine RSGs. Das sind beide ISGs, genau. Okay. Und das ist halt ein Elektromotor, der halt dann für den Anlassen, fürs Anlassen vom Motor zuständig ist. Deswegen braucht kein 12 Volt Anlasser mehr, der entfällt, sondern das ist jetzt das Bauteil. Das war auch das, was ich super interessant finde, wenn man das Auto einschaltet. Und dann hat man ja sonst immer dieses Orgeln. Ja, genau. Und hier ist es einfach nur an. Ja. Die Drehzahl geht dann einfach hoch. Ja, so hat es beim GT, glaube ich, auch mal gezeigt. Ja, genau. Das ist, wenn man darauf achtet, ist es wirklich interessant, das mal zu hören, dass sich da auch vom Klang her was verändert. Ne? Ja, so ein paar Einzelzeiten muss man sich mal so ein bisschen so ganz genau zuhören. Ja. Und dann merkt man auch, wie das halt funktioniert. Und dieses halt dieses, so wie du schon gesagt hast, genau. Das ist halt dann der. Okay. ISG. Und dann hier geht unsere Abgasanlage lang, auch mit dem AdBlue Einspritzventil, weil wir haben einen Diesel und der ist halt so wie gewohnt aus den Vorgängermodellen, haben wir auch wieder ein AdBlue-System da drin. Da sind dann 3 Zweischläuche? Ja, okay. Genau. Ja. Einmal Zufuhr und Rückfuhr und das wird natürlich alles wieder abgesaugt, weil nicht, dass das gefriert und die Leitungen platzen, deswegen ist das alles. Ah. Auf jeden Fall, Joschka, habe ich eine Frage. Das ist eigentlich mal ganz interessant zu wissen. Für wie viel Prozent von dem Abgas versuchen wir eigentlich, oder ist der Grund dafür, dass wir diese Abgasreinigung machen? Also ich weiß nur, dass AdBlue künstlicher Harnstoff ist und dass der die Abgasreinigung vorantreibt, aber ja, also das ist halt so das Laienwissen, mehr weiß ich darüber nicht. Also AdBlue ist ja eine 32,5-prozentige Wasserstoff, also Harn-Wasserstofflösung, eine wässrige Harnstofflösung. So. chemisch gesagt ist das NH3, das ist also Ammoniak, das sich später halt verdampft und das ist das Ammoniak. Auf jeden Fall ist es dazu da, um 1% von unserem Abgas eigentlich zu reinigen. Weil diese 1% ist halt einmal CO, das ist Kohlenstoffmonoxid, dann NOx, das sind die Stickoxide, und HC, das sind unverbrannte Kohlenwasserstoffe. Unverbrannte Kohlenwasserstoffe sind. Das sind Kraftstoffrückstände, die nicht ist unverbrannter Kraftstoff, der halt nicht verbrannt wurde. Für diese 1% machen wir eigentlich diese ganze Abgasnachbehandlung, Wahnsinn. Weil der Rest ist CO2 oder Stickstoff. Ja. Und das ist halt der Grund, warum wir das halt machen, weil AdBlue wird halt eingespritzt in das heiße Abgas und wird dann hier im SCR-Katalysator dann umgewandelt zu CO2 und Stickstoff. Und das ist halt unschädlich gemacht größtenteils. Ja, das war mal ganz interessant zu hören. Also man denkt ja mal so, da wird so viel AdBlue reingespritzt, dass hinten nur saubere Luft rauskommt, wenn man sich überspitzt gesagt. Ja. Auf jeden Fall ist halt erstmal, ich finde das immer krass, als ich das gelernt habe, mal 1% machen wir eigentlich diesen ganzen Aufwand hier. Ne? Ja. Das ist schon unglaublich. 1% ist nicht, halt ist einfach nicht viel. Nichts, ja. Das sind keine 50% oder so. Auf jeden Fall fand ich das mal ganz cool so. Auf jeden Fall, wie gesagt, Getriebe haben wir gesagt. Wenn wir die Kardanwelle noch mal nach hinten gehen, das sieht man jetzt nicht so viel, sonst nicht ganz versteckt, wenn du das mal füllen bist, die Kardanwelle. Das ist halt dann der Energie, dass die Energie halt auf die Hinterachse gegeben wird. Sprich, wir haben kein Verteilergetriebe, das wir auf die Vorderachse geben, sondern wir haben dann einen Heckantrieb. Und das geht halt über den Tunnel hier, über die Abgasanlage, geht das dann halt nach hinten. Zum Differential und der das dann über die Antriebswellen auf die Hinterräder. Dann. Ganz schön groß. Ja. Auf jeden Fall, wenn man dann noch mal ein bisschen nach hinten geht, sieht man hier schon irgendwie so eine Art
Blindgänger, also was heißt Blindgänger, auf jeden Fall so ein Gestell, was da eigentlich nur so hinkommt, wie was anders gedacht ist. Ah. Und das ist der Ort, wo normalerweise die Hinterachslenkung sitzt. Das ist ja jetzt Sonderausstattung bei der C-Klasse. Hier haben wir es jetzt leider nicht, deswegen ist es schade, dass wir es nicht zeigen können. Auf jeden Fall, dieser Bereich würde dann für die Hinterachslenkung dann eingenommen werden. Das ist quasi, dass wir vorne das Lenkgetriebe, was ich euch gezeigt habe, dass wir das einmal hinten hinsetzen. Und das ist halt Wahnsinn. Diese Lenkstange, die dann hinten an den Achsschenkel geht. Es ist auch natürlich wichtig, dass wir ein bisschen weiter hinten an den Achsschenkel rangehen, damit wir eine Hebelwirkung haben, dass wir dann auch so dann das Rad bewegen können. Bei der Hinterachslenkung ist halt nochmal wichtig zu sagen, da hast du auch schon ein bisschen was drüber gesagt, dass wir halt einmal ein gegensinniges Lenken haben oder ein gleichsinniges. Gleichsinniges heißt halt, wenn wir irgendwie einen Fahrbahnwechsel machen oder so. Das ist halt über 60 km/h. Oder über 60 km/h, genau. Ja. Das ist halt gleichsinnig, halt, dass beide oder alle vier Räder nach rechts einschlagen. Oder gegensinnig wäre dann zum Beispiel zum Manövrieren, dass wir halt für vorne, wenn wir eine Rechtskurve fahren, dass sie hinten nach links einschlagen. So, dass der, also ich habe gelernt, dass der Wendekreis, glaube ich, um 45 cm verringert wird oder ja, so. Ja. Das ist ja schon eine ganze Menge für so ein Auto, ne? Ja. Also vor allem von der C-Klasse, die ja, finde ich, auch sowieso schon relativ agil ist, nicht so wie eine S-Klasse. Ja. Macht auf jeden Fall nochmal, ich glaube auch, wenn man mal so sportlich fahren möchte, das ist schon das cool. Merkt man schon. Ja. Ja. Wie gesagt, wir können hier einen Lenkwinkel von bis zu 2,5 Grad. Ist jetzt nicht so viel wie zum Beispiel bei der S-Klasse, ich glaube, da können wir bis zu 10 Grad. Ja. Aber sonst, ich glaube, hier 2,5 Grad, vor allem wenn die hinten gelenkt werden, das merkt man schon. Das glaube ich nämlich auch, ja. Das ist ein Unterschied, als wenn man nur vorne lenkt. Auf jeden Fall, wie gesagt, haben wir jetzt leider hier nicht verbaut, aber in dem Bereich würde das dann sitzen. Macht ja auch Sinn. Also für mich, sogar für mich als Laie, sieht man schon, okay, da geht eine Strebe hin, die theoretisch beweglich sein könnte oder die an einem Punkt geht, wo so ein Lenkrad, also so eine Achse bewegt werden kann. Das ist schon cool. Wenn man jetzt mal so ein bisschen über Fahrwerksvermessung nachdenken würde oder so, dann könnten wir halt über die Schrauben hier auch dann später, so wie ich das jetzt denke, die Spur verstellen. Da das dann Exzenterschrauben sind, wie man das hier sieht, da können wir auch später dann die Spur verstellen. Und sonst würde das halt wie vorne über die Kontermutter und die Lenkspindel vorne dann selber einstellen können. Okay. Und sonst geht der Auspuff hier mal lang. Dann kommen wir zum Thema Auspuffblenden. Unser Highlight, was wir nicht als Highlight empfinden. Ja. Der erste, also geht so und nicht so. Ja. Und da ist gar nichts. Also tatsächlich sind die Endrohrblenden wieder Blender, leider. Ja. Aber da müssen wir nun mal mit leben. Aber ich finde die ganz schick, ehrlich gesagt. Also das muss ich auch ehrlich dazu sagen, man hat ja jetzt sogar einen Unterschied zwischen Avantgarde und AMG-Line. Und beim AMG-Line sind die schon sehr wuchtig dargestellt. Nur halt nicht funktional. Aber trotzdem, das ist schon richtig gesehen, das ist designtechnisch gut gelungen. Ja. Könnte schlimmer laufen. Könnte schlimmer laufen, ja genau. Ja. Und sonst, hier drunter ist dann sonst nochmal unser AdBlue-Tank. Okay, und wo ist der richtige Tank? Der ist hier über. Oh, okay. Ein bisschen weiter vorne. Da ist ein Stück vom Tank, ja. Ja, der geht hier auch rüber. Ja, da ist auch noch was zu sehen. Das ist halt alles sehr verbaut, das ist immer schwierig. Hier, was ist drauf da, die schwarze? Alles sehr verbaut und viel Technik und ja, das wird halt immer mehr, ne? Ja. Und das ist echt der Wahnsinn. Aber sonst, was hier noch, jetzt mir gerade noch einfällt, ist, wenn wir mal den Radarsensor da sehen möchten, für den Tunnelwinkelassistent, der sitzt dann hier vorne. Das ist da wieder Stecker dran. Siehst du den Stecker, Julian? Jo. Und da rechts daneben ist dann auch der Radarsensor. Der hat halt den Bereich, wo ich jetzt quasi stehen würde, würde er dann halt abdecken. Also alles, was man im Spiegel nicht sehen kann oder was er hier so hat. Ja, genau. Oder so, das merkt er dann, wenn was wieder. Ja, genau. Und dann wird halt diese Lampe leuchten im Außenspiegel. Ja, okay. Und halt den Fahrer warnen. Ja, sehr cool. Also ich glaube, man könnte, wenn man so ein Auto alleine auf der Bühne hat, könnte man, glaube ich, wochenlang über verschiedene Bauteile sprechen. Ja, das ist also hochentwickeltes Fahrzeug, schon extrem, was da so drin ist. Ne? Was ich immer, was ich immer denke, wenn ich das alles so gucke, auch allein diese ganzen Kühlkreislauf, was da gekühlt wird. Wir haben verschiedenste Absperrventile und noch eine Pumpe und das ist wirklich, um da mal wirklich durchzusteigen, das ist echt schwer. Ja. Aber das ist wirklich überall so Neuerungen und auch halt jetzt neue Teile für die, wo diese 206-Teile immer draufsteht, sprich die jetzt extra für die C-Klasse entwickelt worden sind. Das ist echt der Wahnsinn. Und
Das muss auch so, ne? Ja. Also, aber es ist ja auch cool für dich, dass man immer wieder was Neues entdecken kann. Ich meine, das macht ja auch Spaß, wenn man sagt, ich habe jetzt ein neues Auto, das erste Mal schraube ich an dem Auto. Ich meine, Leon hat ja den Vorteil, jedes neue Auto, was wir jetzt reinbekommen, darf er zuerst auf die Bühne nehmen, obwohl es vielleicht auch gar nicht auf dem Markt ist. Ja. Und hat schon mal so einen kleinen Einblick in das Fahrzeug rein und das kann schon Vorteil sein, ne? Ich kann ein bisschen was über Mercedes halt nachlesen und sowas. Und, weil sonst, man findet halt jetzt nicht viel so im Internet, ne? Weil, wie gesagt, du bist der Erste, ja. Gibt es noch jemanden zu kaufen? Oder gibt es schon zu kaufen? Aber. Also, wie gesagt, wir sind natürlich immer für euch die Ersten, die so ein Auto auf die Bühne nehmen. Und genau damit würden wir uns verabschieden. Ja. Leon, erstmal vielen Dank. Und, dafür nicht. Ich hoffe, du hast Bock auf noch mehr Autos. Ja. Und ich hoffe, ihr schreibt mal in die Kommentare, welches Auto ihr als nächstes sehen wollt. Denn damit können wir natürlich uns auch nach euch richten, was wir so mal wieder auf die Bühne nehmen und was für uns interessant sein könnte. Und wenn ihr tatsächlich noch Lust auf so eine neue C-Klasse habt, dann schaut gerne mal auf unserer Homepage vorbei, www.meinanders.tv, denn dort habe ich eine komplette Konfigurationsberatung zu diesem Fahrzeug bereitgestellt, sodass ich mit dir zusammen ganz einfach dein Auto zu Hause konfiguriere und du weißt nachher genau, was ist in welchem Paket drin, was ist welche Ausstattung. Und ja, schau einfach mal vorbei. Wenn du Hilfe brauchst bei der Konfiguration, dann ist das genau das Richtige. Und das ist nicht genug. Wir haben nämlich jetzt auch noch vor, eine Brieffreundschaft, also mein Anders TV Brieffreundschaft auf die Beine zu stellen. Das heißt, wenn du Lust auf exklusive Inhalte hast, sprich Neuerungen, sowas, was wir hier machen, dann trag gerne deine E-Mail hier unten unter dem Link ein und dann kriegst du immer die exklusiven Inhalte direkt von uns. Und ja, also wir werden das in Kürze auf die Beine stellen, sodass wirklich oft und ein guter Newsletter oder eine gute Brieffreundschaft zwischen uns entsteht und eben auch im neuesten Stand bleibt. Dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Damit grüßen wir noch die geilste Community Deutschland und zwar meinanders.tv, die neue Facebook-Gruppe. Wenn ihr Lust habt, kommt da auch rein. Und jetzt genug geredet. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Euer Leon und Joschka vom Auto aus Anders und Fett. Ciao. After the